Liebe Frauen und Männer, die Sie heute in der Pflege arbeiten, über Ihren Berufsstand und Ihre Tätigkeit wird viel gesprochen. Aber in der heutigen Situation merken wir, dass es nicht nur wichtig ist, sondern lebensnotwendig. Ich möchte mich bei allen Frauen und Männern, die sich haupt- und ehrenamtlich in der Pflege, in Sozialstationen, Altenheimen, in Einrichtungen der Behindertenhilfe, in Einrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen, die sie sich einsetzen und die sie heute Gesicht zeigen, die sie nicht zu Hause bleiben dürfen und trotz Ausgangssperre das Haus verlassen müssen. Ich danke Ihnen, dass Sie diesen Mut haben, egal an welcher Stelle, bei welchem Arbeitgeber, an welchem Ort. Danke, dass es Sie gibt. Danke, Sie sind lebensnotwendig. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie mit den heutigen Tagen besser in den Blick und besser gewürdigt werden. Ihnen ein herzliches Vergelt's Gott.